Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Spezial auf TV Berlin. Und ich habe heute eingeladen einen Abgeordneten aus dem Landtag von Brandenburg, Erik Stohn. Herzlich willkommen. Sie sind, das muss ich vorlesen, weil Sie so viel machen, Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur und Sprecher für Medienpolitik, Kulturpolitik und Wissenschaftspolitik und Forschungspolitik der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Genau. Wie schaffen Sie das denn alles? Das ist ja alles in einem Ausschuss angesiedelt, von daher ist das übersichtlich. Aber es sind die Zukunftsthemen natürlich. Ja. Und Zukunft, ich sage immer, Zukunft wird in Brandenburg gemacht. Und damit haben wir uns viel vorgenommen. Ich dachte, Zukunft heißt Tesla. Zukunft heißt auch Tesla. Das ist ja jetzt 843 Tage ist es her, seitdem Elon Musk gesagt hat, es kommt nach Grünheide, es kommt nach Brandenburg. Nach 843 Tagen ist die Genehmigung erfolgt. Am nächsten Dienstag soll das erste Auto übergeben werden mit großem Tamtam. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Leistung, auf die Brandenburg stolz sein kann, sondern auf die Deutschland und auch ganz Europa stolz sein kann. Weil es natürlich auch eine Frage war, schaffen wir das im Vergleich zu anderen Regionen? Wir schaffen das alles. Wir schaffen das alles, aber mit deutscher Bürokratie schaffen wir das. War das ja dann doch eine Herausforderung im direkten Vergleich zu einer Fabrik, die in China entwickelt wurde, bei dem, was Elon Musk sich immer so vornimmt. Und wir haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, auch unter Wahrung, und das ist mir als Jurist auch sehr wichtig, aller verfahrensrechtlichen Bedingungen, die es in Deutschland zu erfüllen gibt. Ja, das ist ganz wichtig gewesen. Und jetzt kommen, glaube ich, die blühenden Landschaften, nicht nur in Brandenburg. In Magdeburg, ja, Mitte März. Intel, Milliardenauftrag. Ja. Also langsam habe ich das Gefühl, 30 Jahre nach der Einheit, der Osten fängt boomt. Es an zu blühen. Der Osten boomt, genau. Ja. Dafür ist auch wichtig, dass die entsprechenden Bedingungen geschaffen wurden, dass wir auch ein Netzwerk an Hochschulen und Fachhochschulen aufgebaut haben, um halt eben Fachkräfte dann auch für so eine Ansiedlung zu bieten. Der Vorteil, warum kam Tesla nach Brandenburg, war ja auch ganz klar, dass es Elon Musk auch wichtig war und immer mehr Unternehmen wichtig wird, dass die Energie für diese Produktionsstätten auch nachhaltig produziert wird. Und hier ist Brandenburg Vorreiter. Die Bundesregierung sagt ja, 2% der Landesfläche soll bitte schön genutzt werden, um aus Windkraft und Sonnenenergie nachhaltige Energie zu gewinnen. Das haben wir in Brandenburg schon erfüllt. Und deswegen, 2%? 2%, nahezu 2%. Hat schon Solardächer. Nee, nicht Solardächer. Wir setzen Solaranlagen. Nee, nicht Solaranlagen, sondern bei uns ist es halt Windkraft. Ja. Das sind natürlich auch immer große Diskussionen mit denjenigen, wo sie dann stehen. Deswegen glaube ich, dass da auch noch ein bisschen was zu ist tun ist. Ist ganz einfach, beim Nachbarn, aber nicht bei mir. Die Diskussion haben wir immer, deswegen müssen wir über die Akzeptanz reden, dass auch wirklich die Kommunen, wo Windkraft steht, auch das direkt davon haben. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat ja ins Gespräch gebracht, 0,2 Cent pro Kilowattstunde, die direkt dann auch in die Kommunen fließen, damit die Menschen nicht nur sehen, ach, der Windkraftbetreiber sponsert uns jetzt mal ein Spanferkel, sondern davon kann auch das Feuerwehrgerätehaus oder die Kita saniert werden, dass das eine direkte Wirkung auch entfaltet in der Kommune. Und das wird Akzeptanz steigern, weil wir merken, Energie ist ein wichtiges Thema, gerade in Zeiten wie jetzt. Ja, ich merke, Sie sind mit Begeisterung Politiker. Ja. Sind Sie Brandenburger? Ich bin gebürtiger Brandenburger, genau, Luckenwalde, die Stadt, aus der Rudi Dutschke kommt. Ja. Da bin ich geboren. Sagt der SPD-Abgeordnete. Genau, mein Bürgerbüro ist in der ehemaligen Berufsschule von Rudi Dutschke. Ja. Haben Sie auch alles gelesen von ihm? Ich habe nicht alles gelesen und werde auch nicht alle Positionen teilen. So, aber manchmal bin ich auch so ein Unruhestifter, genau, und versuche Dinge voranzutragen. Sie sind ja Jurist, Anwalt. Was macht denn mehr Spaß, die Politik oder Anwalt? Also ich bezeichne mich immer, also das hat ja sehr viel miteinander zu tun. Man ist Interessenvertreter. Ich bin ja auch gerade gar nicht als Anwalt tätig, sondern wirklich hauptberuflich in der Politik. Und das auch auf allen Ebenen, also so kommunal in der Stadt, als auch im Landkreis und im Landtag. Und das gut zu machen, Sie haben die Gebiete aufgezählt, braucht auch Zeit. Und nein, das
mache ich mit unglaublicher Begeisterung, weil es wichtig ist, Menschen auch zusammenzubringen. Wir merken das jetzt auch durch die Pandemie, das Miteinander reden, das Miteinander in Dialog treten, findet immer weniger statt. Und das müssen wir wieder lernen, gerade bei so kontroversen Sachen. Wir haben jetzt heute die Debatte im Bundestag zum Infektionsschutzgesetz. Wir haben noch anstehend über eine Impfpflicht Debatten. Das alles zerreißt, ist nahezu unsere Gesellschaft. Und das können wir nur lösen, indem wir miteinander reden. Deswegen werbe ich auch dafür, dass das, was im Koalitionsvertrag des Bundes reingeschrieben wurde, nämlich ein Transformationszentrum für die deutsche Einheit und die europäische Integration, dass das nach Brandenburg kommt, dass es nach Frankfurt-Oder kommt, wo wir so einen Ort des Dialogs auch schaffen, wo wir auch wissenschaftliche Prozesse begleiten können. Denn wir sehen ja gerade die Einschätzung zum Thema Ukraine, hätten wir mal auf Wissenschaftler gehört, wären wir da vielleicht vorgewarnt gewesen. Und ich glaube, dass wir solche Transformationsprozesse, wie wir sie jetzt beim Thema Energiewende haben, aber auch wie wir sie in gesellschaftspolitisch haben, untersuchen müssen und dass wir uns das auch ins Bewusstsein rufen müssen. Das, was uns in Deutschland gelungen ist mit der friedlichen Revolution, ist etwas unglaublich Kostbares. Und das, glaube ich, müssen wir uns stärker ins Bewusstsein rufen, dass wir als Ostdeutsche auch stolz sein können auf diesen Prozess, deren wir gegangen sind. Dass diese Transformationsleistung eine Leistung ist, die an sich schon anerkennenswert ist. Und wie man das für zukünftige Fragen, die unsere Gesellschaft betrifft, stärker ins Bewusstsein ruft. Glaube ich, da ist so ein Transformationszentrum eine ganz gute Geschichte. Ich frage mich dann immer, Herr Sturm, warum ist es 30 Jahre nach der Einheit immer noch bei vielen das Gefühl vorherrschend, es war alles Mist. Diese Einheit ist Mist. Ich persönlich verstehe das nicht. Ich glaube, dass wir auch stärker über die Erfolge reden müssen. Das was jetzt passiert, das, was jetzt passiert mit Tesla unter anderem, und das zieht ja andere Sachen nach sich. Brandenburg ist jetzt nicht mehr das Umland von Berlin, sondern das wird jetzt Automobilregion. Dieses ganze Thema E-Mobilität hat jetzt nachgezogen Microwave in Ludwigsfelde, Batteriebauer. BASF investiert auch in Elektromobilität, Batterieforschung in Schwarzheide, unglaublich. Die ganze Frage von CO2-emissionsarmen Fliegen entwickelt Rolls-Royce in Dahlewitz und in Cottbus im Zusammenhang mit der BTU Cottbus-Senftenberg. Da wird ein ganzer Industriepark, Science Park entstehen, der sich dieser Frage widmet. Also hier passiert eine ganze Menge und ich glaube, wir reden viel zu wenig drüber. Und natürlich ist so ein Prozess wie jetzt... Bisschen mehr Stolz und bisschen auf mehr die Schulter klopfen. Genau. Ja, das brauchen wir definitiv. Das ist ein Aspekt. Und dann sehen wir uns natürlich vom ständigen Wandel. Wir haben jetzt nochmal einen weiteren Wandel in einer großen Region Brandenburgs vor uns mit der Lausitz, mit dem Strukturprozess. Kohleausstieg, idealerweise 2030. Naja, das steht jetzt, das sehe ich jetzt nochmal mit einem ganz großen Fragezeichen. Aber verabredet spätestens 2038 im Kohleausstiegsgesetz. Dass man so einen Strukturwandel geordnet machen muss, weil wir da auch wieder bei der Frage der Akzeptanz sind. Weil wir da beachten müssen, rede immer vom Viereck. Wir brauchen die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür. Wir brauchen Versorgungssicherheit mit Strom. Wir brauchen bezahlbare Energie, das merken wir auch gerade. Und wir brauchen natürlich auch unsere Klimaziele, die müssen wir erfüllen. Aber in diesem Viereck müssen wir uns bewegen. Alle vier Ecken müssen irgendwie miteinander verwoben sein. Ja, nun zweifeln ja viele Leute dran, dass das funktionieren wird. Ja, Sie sind Politiker. Das heißt, Sie müssen sowieso vom Beruf auf sagen, natürlich, klar, das schaffen wir. Nein, man muss, man braucht den Optimismus, man braucht aber auch die richtigen Maßnahmen einleiten. Das heißt, wir müssen effizienter werden in vielen Prozessen. Das ist, glaube ich, man hat manchmal so den Eindruck, dass das Mantra der Grünen ist Verzicht. Von uns als Sozialdemokraten ist es Fortschritt. Deswegen bemühen wir uns unglaublich viele Forschungseinrichtungen auch jetzt nach Brandenburg zu holen, um halt zum Beispiel im Bereich der Luftfahrt. Hybrid-elektrisches Fliegen ist etwas, was wir jetzt mit Rolls-Royce zusammen entwickeln, um halt CO2-Emissionen zu senken.
So die ganzen Fragen der Werkstoffkunden sind auch etwas, was wir an der BTU Cottbus-Senftenberg, aber auch in Brandenburg-Havel oder Wilder oder Potsdam an unseren Hochschulen und FHs untersuchen. Also wir brauchen diesen massiven Fortschritt und gleichzeitig braucht es aber auch richtig Industrie, um die Menschen, die aktuell in der Kohle beschäftigt sind. Das waren ja 1990 100.000 Menschen. Das heißt also, jede Familie war damit irgendwie verbunden. Jetzt sind es noch 8.000. Natürlich mit Wertschöpfungsinitiativen sind viel mehr Menschen betroffen. Und da brauchen wir Antworten für. Eine Antwort haben wir jetzt gefunden. Das ist das Bahnwerk der Deutschen Bahn. Die ICE werden demnächst in Cottbus ausgebessert. 1.200 Industriearbeitsplätze wurden halt direkt, der Kohlekumpel ist ja heute nicht einfach nur ein Kohlekumpel, sondern er ist Mechatroniker ausgebildet, direkt rüber wandeln kann. Aber natürlich werden auch Forschungsinstitute, wo Demonstrationsanlagen, wo Forschungsanlagen sind, auch technisches Personal brauchen und schaffen natürlich auch Wertschöpfung. Also es ist eine ganze Menge in Brandenburg in Bewegung und da ist Tesla, sage ich mal, unser Flaggschiff, das uns auf ein ganz anderes Niveau hin. Da will ich noch mal drauf zurückkommen, und zwar nach der kurzen Werbepause, die wir jetzt machen, mit Erich Schon. Und was macht Tesla anders? Wieso kann Tesla in 24 Stunden ein Auto bauen und die Deutschen können das nicht? Fragezeichen. Antwort nach der kurzen Werbepause. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung Spezial und zu Gast ist Erich Spohn. Er ist Landtagsabgeordneter in Brandenburg und zuständig, ich darf es nochmal vorlesen, Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur und Sprecher für Medienpolitik, Kulturpolitik, Wissenschafts- und Forschungspolitik. Die Frage, die mich immer beschäftigt und viele Leute auch, wieso kann Tesla in 24 Stunden ein Auto bauen? Und die Deutschen brauchen, ich weiß nicht, wie viele Tage dafür. Ja, also wenn man sich mal angeguckt hat, wie das in vollautomatisiert auch in Wolfsburg bei VW abläuft, dann ist das auch schon beeindruckend. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass E-Motoren deutlich weniger Teile haben als etwa der normale Benziner oder Diesel. Das gehört einfach dazu. Und der baut natürlich eine ganz moderne Fabrik, die jetzt natürlich auch sehr viel auf Vollautomatisierung setzt. Aber trotzdem werden 12.000 Arbeitsplätze in Grünheide entstehen. Das ist wirklich beachtlich. Elon Musk ist halt jemand, der absolut viel Tempo vorgibt. Das merkt man auch. Deswegen ist es uns natürlich auch wichtig, dass Haben Sie ihn mal getroffen? Ich habe ihn noch nicht getroffen. So, vielleicht ergibt sich ja jetzt die Gelegenheit, wenn das jetzt erste Auto übergeben wird. Merken das ja auch, wie der ganze Bauprozess stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Wir sind ja da mit einem besonderen Verfahren vorgegangen nach Bundesemissionsschutzgesetz. Der vorläufige Maßnahmebeginn, das heißt, der Investor hat sich bereit erklärt, wir bauen parallel zum Genehmigungsverfahren und wenn das irgendwo an einer Stelle nicht hinhaut, erklärt er sich bereit, alles wieder abzureißen. Gott sei Dank. Alles gut gegangen. So enorme Konzentrationswirkung. Alle Verfahren sind vom Landesumweltamt auch entsprechend begleitet worden. Das könnte man noch überall einführen. Das könnte man überall einführen. Dann ging es doch viel schneller. Dann brauchen wir nicht 10 Jahre für eine Brücke. Ich glaube auch, dass es Modellcharakter hat. Wir werden das jetzt beim Bahnwerk ähnlich machen in Cottbus. Da ist es, glaube ich, auch insbesondere für Bauten der öffentlichen Hand sehr interessant. Ich denke da jetzt an Kitas und Schulen. Hätten wir das mal beim Flughafen BER schon gehabt. Ja, er ist fertig geworden, Gott sei Dank. Ist auch eine Entscheidung natürlich gewesen für Elon Musk zu sagen, Grünheide liegt so verkehrsgünstig, da setze ich meine Fabrik hin. Also da war auch der BER ein kleines Entscheidungskriterium. Man könnte ja es lästerhaft sagen, man hat deswegen so lange gebraucht. Wir wären schon gerne früher fertig geworden. Ja. Und weil man merkt, auch mit diesem Flughafen sind ja unglaublich viele Unternehmen auch drumherum entschieden. Auch gerade in der Luft- und Raumfahrtbranche ist ja Brandenburg in dem Gürtel südlich von Berlin auch Platz 2 in Deutschland in der Luft- und Raumfahrtbranche. Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Immer wenn man über diesen Flughafen so lästert, muss man halt auch mal gucken, was ist drumherum schon an Industrie und Wirtschaft entstanden. Da gibt es ja in allen Koalitionsvereinbarungen dieser Zeit, steht immer drin,
Bürokratieabbau. Ja, da denke ich, das habe ich doch schon mal gehört, so vor 30 Jahren, vor 40 Jahren passiert immer nie was. Willy Brandt hat gesagt, mehr Demokratie wagen. Ich hoffe, dass er damit nicht gemeint hat, dass man mehr Bürokratie ertragen muss. Ja, nein, das also dachte ich gerade. Nein, ich glaube, dass wir dieses Tesla-Tempo, das wir da jetzt vorgelegt haben, dass wir uns unter diesem Blickwinkel nochmal sehr viele Verfahren auch angucken müssen, wie wir Verfahren strecken können, konzentrieren und auch wirklich schneller vorankommen. Wir haben einen unglaublichen Investitionsstau in Deutschland. Wir merken, wir brauchen, gerade was die Energiefrage auch betrifft, mehr Innovation und mehr Schnelligkeit, mehr Tempo. Die Frage des Ausbaus erneuerbarer Energien hing ja sehr oft und sehr lange daran, dass die Strecken, die Trassen, die Stromtrassen. Ja, die will ich doch nicht über meinem Garten haben. Die will ich nicht über meinem Garten haben. Und dann ist es mittlerweile so, gut, wir produzieren in Brandenburg den Strom, dann wird am Ende des Tages die Industrie zu uns kommen, die den Strom braucht, weil eben die Trassenfrage nicht geklärt wird. Das ist also ein wirklicher Standortvorteil dann auch für Deutschland. Wieder lästhaft könnte ich jetzt sagen, deswegen kriegen die Bayern keine Trasse, damit das alles sich in Brandenburg ansiedelt. Das hängt ja an vielen Bürgern. Aber lästerhaft gemeint. Lästerhaft, ja. Und ich meine, Herr Söder legt auf den Abstand 10H Wert. Deswegen will er jetzt die Atomkraftwerke länger laufen lassen, weil er dasselbe, was er mit Windkraft erzeugen könnte, eben noch nicht mit der Solarenergie hinbekommt. Na, Pech für ihn, sagen wir mal. Ist seine Entscheidung, genau. Ja. Aber Sie sind ja Politiker. Und jetzt ist das alles ein hehres Ziel. Man hat gesehen, es geht. Es klappt, man könnte schneller machen, aber man muss dazu ja in der Politik bestimmte Instrumente verändern. Ist das denn jetzt auf den Weg gebracht oder gehört das wieder nur zur politischen Sonntagsrederei? Ja, und sagt, wir müssen das, wir haben gesehen, dass es geht und so, bums. Nein, also ich glaube, wir haben das jetzt gezeigt, dass es mit diesem 8a Bundesemissionsschutzgesetz geht. Wir werden das, wie gesagt, bei anderen Verfahren jetzt auch anwenden. Aber ich glaube, dass es, und das gab es in den Anfang, auch nach der politischen Wende schon mal, ein Planungsbeschleunigungsgesetz, um schnell Verkehrsinfrastruktur Günter Krause damals eingeführt. In Ostdeutschland zu etablieren. Ich glaube, so etwas brauchen wir wieder, und zwar ernsthaft. Und da muss man nicht die Backen aufblasen, sondern da muss man das einfach machen. Also wir brauchen dann auch die Entscheidung. Deswegen die Frage an Sie als Politiker. Wie weit sind denn diese Vorbereitungen gediehen? Oder ist das jetzt nur eine Forderung am Podium für den Sonntag? Wir müssen das ja wieder haben. Nein, ich glaube, dass die Bedingungen dafür deutlich besser geworden sind, weil das Bedürfnis einfach so groß ist, gerade jetzt in der Energiefrage. Wir merken, dass die Abhängigkeit, die wir von Russland haben, dass wir uns zu abhängig gemacht haben, dass wir uns schneller entscheiden müssen, wir bauen erneuerbare Energien aus. So, und das ist dann auch die Frage der Akzeptanz, die ich erwähnt habe, die finanziell gesteigert werden kann vor Ort. Aber das sind auch, dass Planungsprozesse deutlich schneller laufen müssen. Und ich glaube, das Bedürfnis ist jetzt erkannt, auch in dieser Ampelkoalition unter Beteiligung der Grünen. Ja. Was möchten Sie mal werden? Minister für Wissenschaft und Forschung in Brandenburg? Das so mit so Berufswünschen hält man sich immer zurück. Meistens wird man gerufen. Ja. Was wollten Sie ja werden, als Sie kleiner Junge waren? Als kleiner Junge, das hat man dann immer die üblichen kindlichen Wünsche. Man guckt der Oma da über den Kochtopf und will mal Koch werden. So, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt in der Schule, dass es mir Spaß macht, Menschen zusammenzubringen, Dinge voranzubringen. Und bin dann über Klassensprecher, ein Jugendparlament in die Kommunalpolitik gekommen. Bin mit 19 direkt Stadtverordneter geworden. Und habe das dann während meines Studiums und dann der Ausbildung entsprechend weitergemacht und war dann mit 30 Jahren schon Landtagsabgeordneter. Gratuliere. Dankeschön. Und Bürgermeister? Muss mal gucken. Kann alles machen. Also wir sehen Sie auf vielen Stationen noch mal wieder. Das ist ganz sicher so. Und was machen Sie so nebenbei als Hobby, damit Sie sich fit halten für die langen Sitzungen?
Ja, das ist in der Tat so. Also man muss wirklich jeden Morgen seine kleine Sporteinheit machen und gucken, dass man wirklich, ich laufe sehr gerne, weil das sorgt dafür, den Kopf freizubringen und man begegnet auch da vielen Leuten und man sieht viel, was so vorangeht und mitunter komme ich dann nach Hause und habe dann irgendwie wieder ganz viele neue Impulse, setze mich dann direkt an den Rechner, um dann auch Sachen aufzuschreiben, um Sachen voranzubringen. Das merke ich schon, dass Sport auf jeden Fall dazu gehört. Ja. Was gefällt Ihnen denn so eigentlich nicht an der derzeitigen Ihrer brandenburgischen Regierung? Also was ich als schwierig ansehe oder was ich merke, ist, dass natürlich die Pandemie dazu geführt hat, dass es weniger Austausch gibt. Das ist natürlich klar, es gab die Aufforderung, sich zurückzuhalten, Abstand zu halten und so weiter. Und ich merke, dass uns da wirklich viele Sachen auch entsprechend weggerutscht sind, dass wir wieder stärker rausgehen müssen. Also auch es gab weniger Veranstaltungen, weniger, wo man sich einfach so begegnet ist. Und das brauchen der wir wieder mehr. Und Tratsch, der Klatsch und Tratsch, das wirklich miteinander reden, das miteinander sich austauschen. Ich merke so, dass viele mittlerweile so in so Wolken abgetaucht sind oder so, die sie aus Social-Media-Kanälen nehmen, sodass man immer nur noch seine eigene Meinung verstärkt bekommt und gar nicht mehr in den Austausch miteinander kommt, über doch ganz wichtige Fragen unserer Zeit. Und das muss uns wieder stärker gelingen. Das, glaube ich, ist eine Aufgabe, die wir jetzt beim Ausgang dieser Pandemie aufgreifen müssen. Politik muss wieder raus, raus, raus. Es fehlt der Diskurs. Auch der Widerspruch. Es fehlt, genau. Und das, wir müssen, glaube ich, wieder lernen, Widerspruch auch zu ertragen. Dass ich mich dann nicht so, wenn ich eine widersprüchliche Meinung höre, mich dann nicht ins Schneckenhaus zurückziehe, sondern dass wir diesen Diskurs wirklich wieder führen. Deswegen, ich hatte es ja angesprochen, finde ich so ein Transformationszentrum vielleicht gar nicht schlecht, was man dann auch wirklich mal als Institution begreift, wo vielleicht mal jede Schulklasse auch hin muss, um diese Geschichte der friedlichen Revolution auch noch mal stärker ins Bewusstsein zu rufen, um das Erfordernis von, wie gestalte ich einen Veränderungsprozess, einen Transformationsprozess, das zu begreifen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und ich würde mich freuen, wenn Brandenburg mit Frankfurt-Oder da den Vorzug erhält. Haben sich noch ganz andere beworben, aber Berlin und Brandenburg ziehen ja da an einem Strang. Und Frankfurt mit der Europa-Universität und Tor zu Osteuropa hat da wirklich gute Chancen. Und wir machen das aus TV Berlin auch weiter. Wir werden darüber reden und auch weiter mit Ihnen und sehen, was in Brandenburg passiert, wenn Brandenburg als die erste große blühende Landschaft denn geworden ist, 40 Jahre nach der Einheit. Ach, wir sind schon ganz gut dabei. Eben. Und mit Tesla ist ja der erste Schritt getan. Vielen Dank, dass Sie da waren. Erich Sturm, Landtagsabgeordneter der SPD in Brandenburg, zuständig als Vorsitzender für den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Nochmal gesagt. Und vielleicht sind Sie ja irgendwann mal Wissenschaftsminister. Und dann reden wir über das. Wir haben eine sehr gute Ministerin, nicht dass die. Ich wollte gerade sagen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Es wird ja noch eine Weile dauern, aber es kann ja auch in der Politik ganz überraschend schnell kommen. Ich wünsche alles Gute. Danke, dass Sie heute da waren und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wie immer, 18:15 Uhr, spezial auf TV Berlin. Bis dahin, danke und tschüss.